Guten Tag, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu Eisenbahnromantik. Heute können Sie einem kleinen gelben Kanarienvogel zuschauen, wie er durch die Pyrenäen fliegt. Keine Sorge, Sie sind nicht in der falschen Sendung. Und der gelbe Kanarienvogel ist natürlich ein Zug. Er fährt in Frankreich, in den Pyrenäen. Er bedient den höchsten Bahnhof Frankreichs und ist, wenn Sie so wollen, ein Traum auf schmaler Spur. Der kleine gelbe Zug. Ein Postkartenmotiv par excellence. Der Blick auf den Pont Ce Jaune, einem Wahrzeichen des Le Petit Train Jaune, des kleinen gelben Zuges. Zu Hause ist er in den östlichen Pyrenäen, an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, in der Region Languedoc-Roussillon. Die Fahrt beginnt in Villefranche. Von hier aus schraubt sich der Zug rund 1000 Meter hinauf nach Mont-Louis und erreicht dann über Font-Romeu und Sayagouz in La Tour de Carol die Transpyrenäenbahn. Villefranche de Conflans soll zu den 100 schönsten Dörfern Frankreichs gehören. Seit dem 17. Jahrhundert ist das Örtchen unverändert. Heute steht es unter Denkmalschutz. 260 Menschen leben hier. So stellt man sich Frankreich vor. Erbaut wurde Villefranche von dem in Frankreich bekannten Militärbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban. Seine Wehranlagen galten als uneinnehmbar. Etwas außerhalb liegt der kleine Bahnhof von Villefranche. Man erreicht ihn bequem mit Regionalzügen von Perpignan. Merci beaucoup. Voilà, Madame, allez-y. Merci, au revoir. Hier also beginnt die Reise mit dem gelben Zug. Betrieben wird er von den französischen Staatsbahnen SNCF. Morgens um 9.05 Uhr verlässt der erste Zug den Bahnhof. 424 Meter über dem Meer beginnt der Aufstieg. Im Sommer sind natürlich vor allem Touristen mit von der Partie. Im offenen Wagen ist die Aussicht am besten. Man sollte unbedingt hier sitzen, denn so wird die Fahrt zu einem richtigen Erlebnis. Die Anfänge des Train Jaune reichen zurück bis zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Das Projekt wurde von den Kommunen der Cerdagne ins Leben gerufen. Diese Gebirgsregion sollte mit der Außenwelt verbunden werden. Die Cerdagne gehörte bis 1659 zu Spanien und wurde danach im Rahmen des Pyrenäenvertrags Frankreich zugeteilt. Da
Damit verschob sich also die Grenze. Der Bau der Bahn sollte diese abgeschiedene Gegend besser an Perpignan anbinden. Ein Infrastrukturprojekt, das 1903 begonnen wurde. Die gesamte Strecke allerdings war erst 1927 fertig. Die Züge stammen noch aus der Anfangszeit. Vor 20 Jahren wurden sie überholt. Haupteinnahmequelle sind heute die Touristen. Ohne sie würde es die Bahn wahrscheinlich nicht mehr geben, denn ursprünglich diente sie hauptsächlich dem Gütertransport. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es hier einige Eisenerzminen. Der Zug war für den Abtransport des Eisenerzes bestimmt. Und wo es Eisenerz gibt, findet man oft auch Granatsteine. Noch heute wird hier Schmuck hergestellt. Die besondere Bearbeitung des Granatsteines geht auf die alten Griechen zurück. Neben der exakten Passform der Fassung haben die Griechen großen Wert auf den Leuchteffekt des Steines gelegt. Noch heute wird so ein mehr als 2000 Jahre altes Verfahren zur Schmuckherstellung angewandt. Der Granat wird durch Lichtreflexion zum Leuchten gebracht. Das Licht geht durch den Stein hindurch, wird auf dem spiegelnden Grund reflektiert und tritt wieder aus. Ein magisches Licht. Im Mittelalter gab es viele Witwen. Und um sie zu trösten und ihre Lebenskraft zurückzuholen, schenkte man ihnen Steine aus Granat. Diese brachten ihnen wieder neue Energie. Die Legende, ich nenne sie die Granatlegende, hielt sich sehr lange, vom Mittelalter bis heute, wo immer noch einige Menschen an diese Kraft der Steine glauben. Schon die Griechen waren davon überzeugt, der Granat rette vor dem Untergang. Heute kommt er hauptsächlich aus Asien und wird in Idar-Oberstein geschliffen. Aber auch moderne Witwen sollen auf den Geschmack kommen. Le Petit Train Jaune wackelt auf seinen 1000 mm schmalen Gleisen weiter durch eine atemberaubend schöne Landschaft. Stunde Fahrzeit überquert die Bahn den Pont Sejour. Zu Bauzeiten galt die Brücke als geniale Architektur. Und noch heute verblüfft die riesige Granitkonstruktion. 230 Meter lang und 65 Meter hoch. Auf dem Pont Sejour wechselt der Zug die Talseite. Und obwohl die Technik teilweise noch von 1910 stammt, nimmt der Zug den Aufstieg von fast 1200 Höhenmeter problemlos. Vier Motoren treiben vier Achsen pro Triebwagen an. Das ist notwendig, um 60 Promille Steigung zu schaffen. Aus Sicherheitsgründen fährt der Zug von Anfang an mit Strom, auch weil es hier genügend davon gibt. Das Prinzip der Stromversorgung ist einfach. Wir befinden uns in den Pyrenäen. Da gibt es Gebirgsbäche und man hat die Möglichkeit, recht einfach Strom zu erzeugen.
Darauf basiert das Projekt. Allerdings hat man ein Problem. Die Gebirgsbäche führen nur sehr unregelmäßig Wasser. Deshalb wurde extra für die Stromversorgung des Zuges auf einer Höhe von 2000 Metern dieser Stausee, der Lac de Bouillouse, gebaut. 1910 ein gewaltiges Projekt. Durch den Stausee ist es seither möglich, das ganze Jahr über gleichmäßig Wasser durch Fallrohre zu leiten. Sie münden im Wasserkraftwerk La Cassagne, dem ersten Kraftwerk des Zuges. Wie in einem Industriemuseum werden noch heute die Tore mit archaischer Technik geöffnet. Und das Wasser kann die Turbine antreiben. Im Laufe der letzten fast 100 Jahre kamen noch weitere 8 Wasserkraftwerke hinzu. Der Staudamm von Bouillouse und das Wasserkraftwerk von La Cassagne wurden 1910 gebaut, um den Petit Train Jaune mit Strom zu versorgen. Die vom Kraftwerk produzierte Energie war so reichlich, dass sie für die Elektrifizierung der umliegenden Dörfer genutzt werden konnte. Daraufhin hat die SNCF weitere Wasserkraftwerke entwickelt mit dem Ziel, ihr Eisenbahnnetz elektrisch auszubauen. Ein Drittel ihres nationalen Strombedarfs konnte die SNCF damit abdecken. So spielte das Wasserkraftwerk La Cassagne eine Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung der französischen Eisenbahn. Und gleichzeitig konnte die ganze Region an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Hauptlast tragen heute die neueren Kraftwerke. Doch La Cassagne hilft noch immer aus, wenn es darum geht, Spitzen abzudecken, damit dem gelben Zug nie der Strom ausgehe. Über unzählige Brücken und angeblich um 390 Kurven fährt der gelbe Zug und durch 19 Tunnel. Ein weiterer Höhepunkt, die Fahrt oder fast schon der Flug über den 80 Meter hohen Pont Gisclard. Die erste Eisenbahnhängebrücke ihrer Art. Außergewöhnlich in Europa. Nicht ganz so außergewöhnlich, aber dennoch etwas Besonderes, ist die Art, wie der gelbe Zug mit Strom versorgt wird. Entlang der ganzen Strecke gibt es eine dritte Schiene, die ein bisschen über die beiden anderen Schienen hinausragt. Der Zug fährt mit 850 Volt Gleichstrom. Die Schiene berührt praktisch ständig die Schleifkontakte, die den Zug mit Strom versorgen. Die Schleifkontakte befinden sich entlang des ganzen Zuges. Man wählte damals dieses Verfahren wegen der bergigen Strecke. So sieht ein solcher Schleifkontakt aus. Le Petit Train Jaune wird übrigens auch Pyrenäen-Metro genannt. Natürlich gibt es auch Anekdoten zu berichten. Eines Tages
stürzte in dieser sonst eher verschlafenen Gegend ein Hubschrauber ab. Glücklicherweise passierte den Insassen nichts. Der ehemalige Bahnhofsvorsteher von Mont-Louis erinnert sich. Ich sah da einen Kerl entlang der Gleise zu Fuß daherkommen. Da er sehr erschöpft war, setzte er sich auf das dritte Gleis und erzählte mir, dass der Helikopter auf die Schienen gestürzt sei und Feuer gefangen hätte. Zum Glück hatte ich vorher den Strom abgestellt. Wenn nicht, dann hätte es ein Opfer mehr gegeben, denn auf dem dritten Gleis sind 850 Volt. Und die Moral von der Geschichte: Man setze sich auf das dritte Gleis nicht. In Mont-Louis beginnt die Cerdagne, eine Hochfläche, deren katalanische Bewohner besonders stolz auf ihre Heimat und ihren Zug sind. La foi des hommes, le prix de l'homme, c'est fort. Et la Cerdagne, jumelle du Conflans. Quel patrimoine! Au peuple cantala, catacri, catacro, catacri, catacro, le train d'or. Wo gibt es schon ein Lied, das einem Zug gewidmet ist? Die Strecke des kleinen gelben Zuges ist eine Strecke der Superlative. Hier in Bolloré hält er nur nach Bedarf. Leute steigen hier nur selten aus. Und das, obwohl er mit knapp 1600 Meter Meereshöhe der höchste Bahnhof der SNCF ist. Irgendwie wird man aber hier das Gefühl nicht los, dass diese Tatsache im fernen Paris in Vergessenheit geraten ist. Einst waren in der Cerdagne Hirten zu Hause. Da aber nirgendwo in Frankreich mehr Sonnenstunden gezählt werden als dort, es sollen bis zu 3000 im Jahr sein, haben bald Touristen das Hochtal entdeckt. Auch Wissenschaftler nutzen die starke Sonneneinstrahlung. In Odeillot bei Font-Romeu wurde in den 1950er Jahren dieser Sonnenofen gebaut. Er wird Four Solaire genannt. Mit fast 3000 Quadratmeter Fläche gilt er als der größte der Welt. Das Gehäuse eines alten Flaggscheinwerfers und genügend Sonne reichen aus, die Funktionsweise von Four Solaire zu demonstrieren. Hier haben wir jetzt das Sonnenlicht, das auf den Spiegel trifft. Dort wird es reflektiert und konzentriert sich im Brennpunkt des Spiegels. Wenn ich ein Stück Holz nehme und es in den Brennpunkt halte, dann passiert das. Mit dem Rauch kann man den Verlauf des Lichts sehen, so wie hier. Sehen Sie den Verlauf der Lichtstrahlen? Genau an diesem Punkt hat man das Maximum an Licht und darum fängt das Holz an zu brennen. Das ist das grundlegende Prinzip der Funktionsweise eines Sonnenofens. Er funktioniert aufgrund der Konzentration von Lichtstrahlen. Das Licht trifft also auf diese Spiegel, die ihrerseits Lichtstrahlen auf den Parabolspiegel schicken. Und im Turm wird das Ganze dann konzentriert. Neben der hohen Sonnenintensität ist auch eine saubere, trockene Luft für die Forschung notwendig. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Materialien sich verhalten, wenn sie Temperaturen ausgesetzt werden. Das Labor hat zum Beispiel ein Messgerät für Bremsscheiben entwickelt. Bremsen, die man in TGVs, Flugzeugen oder Formel-1-Wagen benutzt, werden hier untersucht. Es geht darum, Phänomene nachzuvollziehen, die auf der Oberfläche der Bremsscheiben entstehen, wenn damit gebremst wird und bis zu 1200 Grad entstehen. Der Sonnenofen
kann bis zu 3800 Grad Hitze erzeugen. Wahrlich berauschend, diese Fahrt mit dem gelben Zug durch die herrliche Cerdagne. Es ist kaum nachzuvollziehen, dass die SNCF in den 1970er Jahren, als die Eisenerzminen schlossen, die Bahn stilllegen wollte. Doch die Menschen hier protestierten für ihren Zug. Zumal er auch eine wichtige Verbindung im Winter ist, wenn die Straßen unpassierbar sind. Und heute wird sogar darüber nachgedacht, die Strecke und Le Petit Train Jaune als UNESCO-Weltkulturerbe einzustufen. Die Cerdagne jedenfalls wäre ohne den gelben Zug um eine Attraktion ärmer. Und man merkt, dass der Zug nicht nur ein Transportmittel ist, zumindest für die Menschen hier oben. Ihnen ist ihre Bahn ans Herz gewachsen. Seit ich klein war, wohne ich an dieser Strecke. Meine Eltern waren Eisenbahner. Meine Mutter war am Bahnhof von Oséja. Also nahmen wir den Zug, um meine Großmutter zu besuchen, die in La Cabanas lebt. Dass ich diesen Zug jetzt fahren darf, ist viel mehr als ein Kindheitstraum. Außerdem komme ich mit dem Zug durch die ganze Cerdagne. Daher ist es das reinste Vergnügen, diesen Zug zu fahren. Solch motivierte Mitarbeiter wünscht sich wohl jeder Arbeitgeber. Übrigens benötigen die Fahrzeuge der Gebirgsbahn besondere Bremsen. 1910 waren das die, wie uns gesagt wurde, ersten Bremsen, die mit Elektrizität gebremst haben. Wir kommen nun nach Sayaguse. Hier befindet sich eine Metzgerei, die eine ganz besondere Delikatesse herstellt. ...2000 Schinken im Jahr werden auf diese Art entbeint. So entsteht im Herzen der Cerdagne dieser vorzüglich schmeckende Schinken. Kein Wunder, werden doch nur Bio-Schweine dafür verwendet. Das Schwein stammt aus der Aufzucht der Tirabuchaud. Das ist die einzige Schweinerasse, die in den östlichen Pyrenäen im Freien aufgezogen wird. Und zwar in der Ebene, in der Nähe von Perpignan. Neben der Freilufthaltung bekommen die Schweine ausschließlich Weizen, Gerste und Roggen zu fressen. Also eine 100% vegetarische Ernährung. Der Schinken wird dann mit Salz eingerieben und bleibt so 14 Tage liegen. Fast schon liebevoll, wie der junge Metzger seinen Beruf ausübt. Im Trockenraum hängen die Schinken, je nach Größe, zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Und werden immer wieder gedreht. Auch durch die Art der Trocknung erhalten sie ihren köstlichen Geschmack. Denn die Luft auf 1300 Meter ist eben sehr, sehr sauber. Diese Art von Schinken wird nur in Sayaguse hergestellt. Ja.
Nach diesem kulinarischen Ausflug fliegen wir weiter in unserem Kanarienvogel. An Bahnübergängen warnen Schilder vor dem Berühren des dritten Gleises. Die Bewohner haben sich längst daran gewöhnt. Seit dem Friedensvertrag von 1659 ist die Cerdagne zweigeteilt, französisch und spanisch. Unten bei den Feldern ist bereits Spanien. Im Katalanischen wird der Zug übrigens El Tren Groc genannt. Und er hat noch, wie bereits erwähnt, einen weiteren Spitznamen. Jeder neigt dazu, den Zug anstelle von Le Train Jaune Le Canary, also Kanarienvogel, zu nennen. Nun, das klingt natürlich sympathisch und basiert auf seiner Farbe. Gelb eben, wie ein Kanarienvogel. Man weiß nicht, ob es einen bestimmten Grund dafür gibt, dass man die Farbe Gelb gewählt hat. Bei genauer Betrachtung des Zuges mit seiner gelben Farbe und den roten Streifen erkennt man aber die Farben der Flagge Kataloniens. Der Pyrenäenfrieden hat den Katalanen keine Unabhängigkeit gebracht. Aber zumindest zieren heute ihre Nationalfarben den Zug. Vielleicht ist das der Grund, warum der gelbe Zug bei der Bevölkerung so beliebt ist. Trostlos und verlassen präsentiert sich nach 63 Kilometern und gut 3 Stunden Fahrt der Bahnhof von La Tour de Carole, die Endstation des gelben Zuges. Das Städtchen La Tour ist vom Bahnhof rund 30 Gehminuten entfernt. Der gelbe Zug fährt bereits nach 1 Stunde wieder zurück, also keine Zeit für Sightseeing. Allerdings kann man von hier aus weiterfahren, zum Beispiel auf der Transpyrenäenstrecke nach Spanien-Barcelona. Dorthin geht es auf Breitspurgleisen mit 1668 mm. La Tour zählt nämlich zu den wenigen Bahnhöfen, die 3 verschiedene Spurweiten vereinigen. Die Schmalspur des gelben Zuges, die spanische Breitspur und die Normalspur. Sie führt die Transpyrenäenstrecke in anderer Richtung nach Toulouse. Doch das wäre ein anderer Film. Salut!